Hallo alle zusammen, mein Name ist Borna. Willkommen wieder zum Channel. Es ist ein Jahr, dass ich auf YouTube bin und in diesem Video zeige ich euch, was ich in diesem einem Jahr erreicht habe. Willkommen zu meinem YouTube-Channel. Danke euch, dass ihr hier seid. Mein Name ist Borna Zuber. Ich lebe hier in Irland. Ich komme ursprünglich aus Kroatien. Ich bin hier Ende 2080 übergezogen mit meiner Freundin und ich habe eigentlich angefangen zu arbeiten in einem Hotel, aber dann habe ich einen neuen Job gefunden in einer Recruitment-Firma. Wir fokussieren uns auf Deutschland, auf Schweden und auf ein paar andere Länder in Europa und wir finden Jobs für IT-spezialisierte Entwickler und wir arbeiten mit Firmen, die eigentlich nach Entwicklern suchen. Das ist unsere Hauptspezialität und ja, es funktioniert sehr gut. Doch letztes Jahr habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich dieses YouTube-Channel starten will und im letzten Jahr habe ich 250 Videos gemacht. Es ist genau ein Jahr, dass ich das Channel gestartet habe und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen mehr über, wie die ganze Situation für mich sich entwickelt hat und was ich alles erreicht habe. Also fangen wir von vorne an. Ich habe in einem Moment die Entscheidung getroffen, mit dem YouTube-Channel zu anfangen und habe einfach mein Telefon genommen und habe angefangen, Videos zu machen. Also die ersten Videos sind so in einer Vlog-Variante, wo ich nur ein paar Minuten über mein Leben geredet habe und so durch die Straße gelaufen bin und über mein Leben erzählt habe. Das ist also die Kurzfassung. Wir sind hier in Killarney. Das ist in Irland so ziemlich am Westen. Es ist so eine kleine touristische Stadt. Es regnet häufig, so ist es in Irland. Also ich glaube an Self-Development und ich glaube, dass wir auf diesem Channel noch mehr in Self-Development reingehen werden. Danach habe ich angefangen, mich mehr auf Irland zu fokussieren, weil ich bin aus Kroatien und viele Leute wollten hier eigentlich umziehen. Viele sind hier schon eigentlich umgezogen und wollten eigentlich mehr Informationen darüber bekommen, wie das Leben in Irland aussieht und was man eigentlich so hier machen kann. Wie sieht es aus? Weil wenn ich hier übergezogen bin, gab es nicht so viele Informationen und es gab ein paar YouTube-Channels, die darüber gesprochen haben. Doch ich wollte mich mehr darüber fokussieren, was eigentlich nützlich für Leute sein kann. Diese Videos waren eigentlich sehr populär. Das sind meine am meisten geschaute Playliste auf YouTube. Hier habe ich so um die 30 Videos gemacht, wo ich über Irland erzähle und die Leute aus Kroatien mögen diese Informationen. Deshalb dachte ich mir, es wäre gut, mal ein bisschen über meine Reisen auch zu erzählen, weil wir reisen hier durch Killarney, Tralee und Dublin. Ich habe sie mehrmals besucht und auch wenn ich in Kroatien war. Und ihr seht, das ist der Nationalpark hier in Killarney, ist wunderschön. Das nächste, was ich zu dem ganzen Channel zugefügt habe, ist eine ganze Reihe von Videos, die sich auf Erfolg und Selbstentwicklung fokussieren, weil das ist etwas, worauf ich meinen Channel eigentlich in der Zukunft mehr fokussieren will. Ich glaube, das hat mir selber im Leben viel geholfen und ich glaube, es kann euch viel helfen, damit ihr euer Leben noch verbessert. Und ich will diese ganze Reise so konstruieren, dass ihr durch meine Videos lernen kann und dass ich Je mehr Videos ich mache, desto mehr ich auch lerne, damit ich mehr Erfolg im Leben erschaffe. Und das ist langfristig auch wirklich gut fürs Channel und fürs Lernen und diese so Selbstentwicklung, Personal Development. Und ja, ich glaube, man muss sein ganzes Leben lernen. Und ich glaube eigentlich daran, dass man sein Leben ändern kann und dass man sich im Leben viel verbessern kann und vieles machen kann, das sein Leben eigentlich besser und einfacher macht. Werde ich versuchen, mit so viel wie möglich erfolgreichen Leuten mich hinzusetzen und über Erfolg zu reden und ich will verschiedene Nischen, also Leute, die sich mit verschiedenen Sachen befassen, interviewen, weil ich glaube, damit bekommt ihr die meisten Wert aus den Videos.
in demselben Sinne eine andere Sektion dazu geerdet, die sich eigentlich auf ein kleines Projekt fokussiert, das ich hier in Irland gestartet habe. Ich habe einmal diese Proteinkugeln irgendwo probiert und die hatten mir gefallen, aber die waren eigentlich nicht so gut, wie das Konzept aussah. Und dann dachte ich mir, ich kann das besser machen. Ich habe meine eigene Rezeptur entwickelt und ich habe angefangen, es Leuten zu geben, damit sie es ausprobieren. Alle haben es eigentlich gemocht und dann dachte ich mir, ja, das könnte ich so als kleines Side-Hustle oder als ein kleines Geschäft eröffnen vielleicht. Oder ich habe es versucht, an ein paar Leute zu verkaufen und darüber habe ich auch ein paar Videos gemacht. Diese ganze Geschichte ist jetzt ein bisschen pausiert wegen dieser ganzen Covid-Situation, aber in der Zukunft mache ich weiter mit den Powerballs und hoffentlich wird sich dieses Geschäft eigentlich in etwas verwandeln, wo ich es online verkaufen kann und ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Aber in demselben Sinne wie die Powerballs und Success habe ich noch eine andere Sektion zu dem Channel geaddet und das sind Interviews. Ich habe bisher noch kein Interview auf Deutsch gemacht, aber ich habe es bereits mit 6 Leuten auf Kroatisch gemacht, einer Person auf Englisch und der Plan für diesen Channel ist eigentlich, noch mehr Leute in die Interviewsektion zu adden und viel, viel über erfolgreiche Projekte zu sprechen und Themen, die eigentlich euch nützlich sein können. Und das Letzte, das ihr sicher bemerkt habt, ist eigentlich Videos auf Deutsch. In den ersten paar Tagen und Wochen gab es keine Videos auf Deutsch. Ich dachte mir, nee, vielleicht ist es keine gute Idee. Doch dann dachte ich mir, ja, ich kann Deutsch, ich werde sprechen und ich werde auch Videos auf Deutsch machen. Also habe ich jeden Tag, wenn ich aufgewacht bin und auf meine Kollegen gewartet habe, habe ich mein Handy genommen und angefangen, Videos zu drehen. Ich machte eigentlich jeden Tag ein Video auf Kroatisch, eins auf Englisch und eins auf Deutsch. Dadurch wollte ich eigentlich ein größeres Publikum erreichen, weil ich glaube, wenn man mehr Sprachen spricht, kann man eigentlich mehr Publikum bekommen und dadurch mehr Leuten helfen. Diese ganze Geschichte hat sich eigentlich erwiesen, nicht so erfolgreich zu sein. Deshalb werdet ihr später sehen, wir werden eigentlich ein deutsches Channel auch machen. Aber ich habe eigentlich sehr viel durch diese ganze YouTube-Geschichte gelernt und ich glaube, das ist der größte Wert aus dieser ganzen Geschichte, weil wenn man über YouTube denkt, auf den ersten Blick scheint es so für Kinder zu sein und nicht so nützlich sein. Aber wenn man Videos macht, lernt man sehr viel über Fotos, wie man Video machen kann oder muss. Man lernt viel über Editing und man muss viele Softwares dazu lernen. Dann muss man auch wissen, wie man SEO-Optimisation machen kann oder wie kann man eigentlich Wörter besser arrangieren, damit man es leichter auf Google findet. Und ich habe eigentlich sehr viele solche kleine Skills und Fähigkeiten durch dieses Jahr eigentlich mehr entwickelt, als ich jetzt je würde, weil ich wollte eigentlich mehr lernen, wie meine Videos zu Leuten kommen können und wie ich eigentlich jeden Tag besser werden kann. Und das habe ich durch das ganze Jahr auf YouTube hier gemacht. Ich habe eigentlich immer versucht, etwas Neues zu lernen, was mir und euch auch helfen kann. Und in der Zukunft werden wir über sehr viele solche Themen sprechen, was eigentlich nützlich für einen YouTube-Channel sein kann. Und nicht nur für einen YouTube-Channel, sondern wie etwas für euer Leben auch nützlich sein kann. Wie könnt ihr es benutzen, um etwas Neues zu erreichen? Wie kann man es auch mit schon existierten Konzepten zusammenfügen? Zum Beispiel, um euer YouTube-Video an mehr Leute zu bringen, benutzt man Social Media, zum Beispiel Facebook oder Instagram und auf andere wie Twitter oder Xing oder LinkedIn. Und ich hatte auch sehr viel darüber gelernt, weil jedes Mal, wenn ich mein Video gemacht habe, habe ich es auf jede dieser Plattformen hochgeladen, um je mehr Leute dazu zu fügen. Also wenn ihr irgendein Geschäft habt, das sich auf irgendetwas online fokussiert, sind Social Media sehr nützlich dafür, dass sie eigentlich mehr Leute an Bord bringt, dass euer Produkt sehen können. Und YouTube ist eine exzellente Plattform dafür. Ich würde es sehr eigentlich empfehlen, falls ihr noch nicht damit gestartet habt, dass ihr mit einem YouTube-Channel startet, damit ihr eure Karriere verbessern könnt. Und das bringt uns eigentlich auch zu der ganzen Frage, wo geht die Geschichte und was sind so die Pläne dafür? Weil ich habe eigentlich den größten Wert bekomme ich eigentlich aus dem, dass ich euch helfen kann. Und ich will dieses Channel so gestalten, dass man in der Zukunft sehr viele Videos hat, wo man etwas Nützliches über das Leben lernen kann oder mein Leben oder irgendein Thema, das jemand anders auch geschafft hat, damit ihr euer Leben verbessern könnt. Das zweite Ziel wäre eigentlich die Monetisation,
Das zweite Ziel wäre eigentlich, die Monetisation auf YouTube zu entschlüsseln. Das würde mir dann erlauben, Ads auf Videos zu stellen, damit ich etwas Geld mit den YouTube-Videos verdienen kann. Und ja, die Theorie ist eigentlich, wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich mehr Geld in YouTube investieren, damit die Videos noch besser werden und damit ich noch mehr lerne und damit ihr noch mehr lernt und dass die ganze Geschichte dadurch besser wird. Dazu kommen wir noch, wie man das alles macht, aber ich habe es leider noch in diesem ersten Jahr auf YouTube nicht geschafft. Ich habe eigentlich gehofft, dass das größte Ziel für mich sein wäre, in einem Jahr zu der Monetisation zu kommen. Bevor ich dazu komme, ich habe es leider nicht geschafft, alles so zu machen, wie ich es wollte, aber ich habe keinen Enthusiasmus verloren. Ich werde mit den Videos weitermachen und ich komme dazu sicher. Also wie entschlüsselt man Monetisation? Es fängt so an. Ihr müsst 1000 Subscriber auf dem Channel haben und die Leute müssen 4000 Stunden in einem Jahr sich von eurem Content anschauen. Das klingt viel. Ist es auch. Für größere Channels ist es nicht so schwer, weil sie schon ein großes Publikum haben. Ich habe noch ein sehr kleines Publikum, aber es wächst jeden Tag und ich glaube, dass ich in dem nächsten Jahr eigentlich diese 1000 schaffe. Ich bin gerade so an einem Drittel von der Monetisation-Option. Also ich habe noch Zeit, meinen Channel zu entwickeln und das noch zu verbessern. Aber falls ihr das Channel unterstützen wollt, abonniert das Channel, subscribt unten auf dem roten Knopf oder schickt es zu euren Freunden, die ein Video von mir interessieren würde oder nützlich wäre und schaut es euch an. Natürlich Likes helfen auch oder auf Social Media es zu teilen, das hilft auch super viel, weil das YouTube-Ökosystem funktioniert so, dass YouTube hat einen Algorithmus, das eigentlich Videos zu Leuten bringt und je mehr man sich ein Video anschaut, dann geht YouTube, aha, okay, gut, es gefällt Leuten, also zeige ich es zu mehr Leuten, die sich solche ähnlichen Videos anschauen wollen. Dritter Plan ist eigentlich genau das. Ich werde mehr von dem machen, was eigentlich schon funktioniert hat. Also ich werde mich an ein paar Videos fokussieren, die sehr erfolgreich auf meinem Channel waren. Natürlich wird es sehr viele kroatische Videos geben, weil mein größtes Publikum ist aus Kroatien. Aber es wird auch sehr viele englische und deutsche Videos bekommen. Ideal wäre es jetzt, 3 Videos pro Woche rauszubringen. Mein Durchschnitt war 2 Videos, jede 2 Tage ein Video rauszubringen. Natürlich, es war nicht super konsistent, aber es ist ungefähr dort und ja, ich hoffe, ihr bleibt daran, weil ich werde das machen, dass eigentlich jedes Video besser wird und dass jedes Mal ich etwas Neues dazu adde, das besser funktioniert und das euch mehr helfen kann. Nummer 4, ich add eine Podcast dazu, also ich mag den ganzen Konzept mit den Interviews und mit Leuten zu sprechen und neue Leute kennenzulernen, aber ich will auch von Leuten lernen und ich glaube, dass ihr auch sehr viel von Leuten lernen könnt, die eigentlich etwas im Leben schon erschaffen haben. Deshalb werden wir auch auf den großen Trend von Podcasts raufspringen, weil sehr viele Leute haben jetzt angefangen, ihre Podcasts zu machen und sie haben gemerkt, dass in ihrem Business sie eigentlich Podcasts gebrauchen können, um neue Leute zu bekommen, weil heute haben die Leute nicht so viel Zeit, sich alle Videos anzuschauen, so vor YouTube zu sitzen und sich ein ganzes Video anzuschauen. Stattdessen, sie hören sich die Podcast oder das Video an, während sie zum Beispiel rennen oder das Haus aufräumen oder ihren Hund spazieren gehen oder Wäsche machen oder so etwas, was eigentlich nicht so viele Gedanken gebraucht und dann man sich etwas Nützliches dazu anhören kann. Und deshalb glaube ich, werden die Podcasts ein sehr großes Business sein. Sie sind jetzt schon riesig, riesig groß. Aber ich will mehr Videos machen, wo ich eigentlich mit Leuten spreche und diese Videos dann in Podcasts verwandeln. Und wie schon vorhin erwähnt, ist der 5. Entschluss eigentlich, mehr Channels zu haben. Eins von denen wird sicherlich Deutsch sein. Ich werde nicht viele Videos mehr machen, die auf Deutsch sind auf diesem Channel, sondern ich werde ein neues machen, wo ihr mehr Content auf Deutsch bekommen werdet. Ich bin jetzt nicht so weit. Ich will erst zu der Monetisation kommen und dann mache ich eine englische Version des Channels und eine deutsche Version des Channels. Also werdet ihr die Information da bekommen, wenn es soweit ist. Und dann werdet ihr alle deutsche Videos auf einem Platz haben. Also jetzt müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein, weil jetzt kommen Kroatisch, Englisch und dann Deutsch. Und ja, in der Zukunft werdet ihr euer Channel haben, wo ihr alle Informationen habt auf
und alle Videos eigentlich auf Deutsch. Dort werden alle Interviews auf Deutsch sein und ja, ich hoffe, das wird euch sehr nützlich sein. So, und das bringt es zum Ende des Videos. Wie ihr seht, habe ich viele Pläne und vieles, das ich noch erschaffen will. Hier könnt ihr euch noch den Contentplan für 2020 anschauen, alle Themen, die noch rauskommen. Das war mein Video zum ersten Jahr auf YouTube. Ich glaube, dass ich sehr viel gewachsen bin und dass ich sehr viel gelernt habe. Ich hoffe, ihr habt etwas Nützliches aus meinen Videos herausbekommen. Bleibt an dem Channel dran, abonniert und subscribt dem Channel, damit ihr noch mehr coole und interessante Videos bekommt, die euch auch nützlich sein werden. Und ja, ich sehe euch im nächsten Video. Danke Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Subscribe nochmal zu meinem Channel, hinterlasst mir einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat und shared es mit euren Freunden, denen es gefallen würde. Liked auch meine Facebook-Page, die heißt Powerballs, dort verkaufe ich Proteinkugeln. Auf Instagram stelle ich coole Bilder zusammen von meinem Tag. Auf Twitter verfolge ich Technologie und manche Influencer. Ich benutze auch Snapchat für kurze Videos, aber die meiste Zeit verbringe ich auf LinkedIn. Dort gibt es mehr ernsten Content von mir und dort könnt ihr mich am einfachsten erreichen. Ich mache auch lustige TikTok-Videos, weil es sehr populär zurzeit ist. Ich habe zurzeit keinen Blog noch, aber ich benutze die Blockchain-App Steemit für meine Mini-Blogs. Und ja, danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr die Videos anschaut. Ich sehe euch im nächsten Video.